Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed 2. Nach endlich nochmal wieder einer halben Ewigkeit. Für euch wahrscheinlich nicht, aber ihr seht ja nicht, was ich hier offscreen mache. Und ich habe vorher über die Frühlingsferien, glaube ich, im Voraus aufgenommen. Und wir sind jetzt mittlerweile wieder nach den Herbstferien. Das heißt, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Ja, genau. Am 5.4. das letzte Mal. Wir haben heute den 5.11. Das heißt, es ist schon eine ganze Weile her. Und ich hoffe mal, ich kann es noch jetzt einigermaßen. Hab mir gerade eben schon mal nochmal die Steuerung angeguckt. Und auch noch die letzte Folge. Und da hatten wir uns dann ja mit damit beauftragen lassen, in das Arsenale reinzugehen, glaube ich. Ja, glaube ich. So, jetzt muss ich jetzt mal nachgucken. Einmal rauszoomen. Nein, das war ein bisschen zu weit rausgezoomt. Das Arsenale. Das da, glaube ich. War das, oder? Oder war es das? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Eigentlich waren wir doch beim letzten Mal beim Arsenale stehen geblieben, oder? Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal zu Leonardo. Und mal gucken, ob wir noch eine ob wir noch eine Codex-Seite übrig haben. Denn ansonsten. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha! Du hast noch eine gefunden! Wie aufregend! Ah, okay. Hoch, dann dasselbe umgekehrt. Prego. Oh, das ging fix. Okay, gut, Codex-Seiten haben wir jetzt wieder ein paar entschlüsselt. Ich glaube, ich habe doch irgendwas vergessen hier. Wie viel Geld haben wir überhaupt mit uns? Nicht so sonderlich viel. Das heißt, wir können ja mal eins von den Auftragsattentaten machen. Und uns mal eben ein bisschen Geld dazu verdienen, dann wäre ich nämlich auch schon mal wieder, wie das Ganze funktioniert. So. Auf jeden Fall, das Klettern geht noch. So laufe ich auch immer jeden Morgen zur Schule. Wie immer. Der sieht mich nicht, das finde ich gut. Ja, ja, bin ja schon weg. Okay. Da haben wir uns mal eben fett auf die Fresse gelegt. Das kann ja halt mal passieren, ne? Okay. Ja. Das wollte ich mir jetzt eigentlich nicht anhören. Mal sehen, was der zu sagen hat. Der Vogel. Zumindest das, was... Das Brief, das er an Fuß hat. Eine Freundin unserer Familie wird ständig von einem Händler aus der Soderini-Familie belästigt. Er muss eliminiert werden, ohne dass die Frau es weiß. Ich will sie nicht verängstigen, Lorenzo. Oh, fuck. Wegen des kürzlichen Feuers während eines Festes in hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Ups. Jeder hat sich an diese neue Regelung gehalten. Klettern und an alle Bürger der springen. Als Folge der gestiegenen Ach du meine Fresse.
So, jetzt aber nochmal. Ey. So, drücken, um zu interagieren. So, jetzt aber nochmal. Akzeptieren drücken. Den und den töten, ohne dabei entdeckt zu werden. Oh, das konnte ich noch nie sonderlich gut. Guter Versuch. Ich hoffe, der fällt da jetzt nicht runter. Doch, natürlich fällt er runter. Oh mein Gott, die Framerate sagt hier schon wieder Hallo. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass meine Grafikkarte mittlerweile vollkommen für den Arsch ist. So, da kommt auch hoffentlich bald eine neue dran. Neuer Rechner ist schon ausgesucht und so. Ich muss nur nochmal mit der Bank klären, dass das mit dem Internetbanking so hinhaut. Ansonsten kann ich das vergessen mit dem neuen Rechner. Weil die, glaube ich, nichts anderes zum Bezahlen nehmen. So, außerdem muss ich jetzt erstmal diesen blöden Händler finden. Ohne dabei nochmal irgendwann drauf zu... Aua, gehen. Oh, der hat mich gesehen. Festhalten. Jedes Mal wieder. Weg, ihr Teufel, sofort! Bald wird nichts mehr für diesen Begraben übrig sein. Ich bin zu jung zum Sterben. Okay, damit hätten wir dann auch schon mal den Händler gefunden, oder zumindest die Frau. Genau. Und Abflug. Okay. Das war doch schon mal gar nicht so übel. Naja, eigentlich schon. Aber wir haben es immerhin halbwegs hingekriegt. Und jetzt weiß ich allerdings immer noch nicht, was ich machen wollte. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen Geld verdient. Ich gehe nochmal eben beim Schmied vorbeigucken. Da weiß ich nämlich noch, dass wir dass uns da noch eine Waffe fehlt. Nämlich einer von den Streitkolben. Köblinen, was auch immer. Die sind allerdings bereits alle in unserem Besitz. Das heißt, da wird wahrscheinlich irgendwann nochmal was kommen. Rüstung haben wir auch alle. Reparieren sollte ich vielleicht mal. Keine beschädigt. Das finde ich gut. Kleine Waffen gibt es auch keine neuen. Und Munition haben wir auch alle voll. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg zur Erinnerung. Und zwar dahin. Ja. Und so, ne, halt. Achso, was ich überhaupt noch sagen wollte, meine Stimme ist immer noch ein bisschen im Eimer. Ein bisschen fiese Erkältung eingehandelt. Und ja, deswegen ist meine Stimme immer noch so ein bisschen angeschlagen. Ich kann also nicht mehr so... Ich bringe mich heute noch um.
Ich kann deswegen nicht so sonderlich viel rumbrüllen oder so. Ja. Oder zumindest ich versuche nicht so viel rumzubrüllen. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem tun. Denn so wie ich gerade spiele, gefällt mir das gar nicht. Ja. Wie wäre es mit einfach nur hochlaufen? Ezio. Ich hätte fast Alter ihr gesagt. Wie gesagt, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und deswegen ist das Ganze noch ein bisschen... ja, deswegen bin ich noch so ein bisschen schlecht im Moment. Nein, ich hänge euch nicht ab. So ein Scheiß. Ziemlich schnell für eine Leiche. Ekono, pack! Da ist er! Das war jetzt uncool. Ha, fass den Bastard! Dann halt so. Dann kontern wir ihn halt mal mit der Klinge. Ja. Da ist auch die Musik wieder. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wo die Musik hin ist. So, wir müssen immer noch zum Erinnerungsanfang. Dann müssen wir wohl halt schwimmen. Oder wir nehmen so ein Boot. Wenn das denn geht. Ja, jetzt kommt schon. Festhalten. Sehr gut. Wie ging das? Ah. Okay, und wir müssen, glaube ich, hier durch. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Ja, ich kann immer noch nicht singen. Da wollte ich lang. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte überhaupt. Ich war nämlich überhaupt in Venedig. Das hat, glaube ich, die Dings nicht angesagt. Das hatte ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich war in Venedig außerdem. Und es sieht noch fast genauso aus. Wir waren auch auf genau diesem Platz hier. Zum Beispiel. Dieser Turm steht noch fast genauso, wie er hier ist. Der ist allerdings einmal zusammengestürzt und wurde deswegen wieder aufgebaut. Und auch hier die, der Dogenpalast hier rechts. Also das hintere Gebäude. Das vordere Gebäude hier, das ist der Dogenpalast eigentlich. Der steht auch immer noch genauso und auch die Kirche hier, die jetzt hier hinter steht, die Basilica di San Marco, die steht auch immer noch so. Allerdings das Stück hier haben sie ein bisschen umgebaut. Und auch die beiden Säulen hier stehen immer noch so. Die da hinten. Die stehen noch genauso. Ja, dann der Rest wurde halt ein bisschen umgebaut. Ich glaube, die Insel da hinten geht ein Stück weiter jetzt nach links rüber. Jetzt halt doch mal die Klappe, sonst schlacken. Maul. So. Ich glaube, die geht immer noch ein Stück weiter darüber. Hier ist jetzt ein riesiger Anlegeplatz für... Dich mache ich fertig. Mein Abflug. Den habe ich. Den ramme ich nicht. Den lege ich um, den Jungen. Video di Putana.
Junge. Sehr gut, Ezio. Hier kürzen wir mal ein bisschen ab. Gucken wir eben, wo er lang ist. Da lang. Fuck. Bitte. Hilfe. Ach, so ein Bullshit. Was? Doch, den müsste ich doch eigentlich kriegen. Allerdings holen wir uns den erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder ein paar Sekunden drüber. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.